Hallo, mein Name ist Stefan Holstein. Das hier ist die Videoserie Wie handelt man Bitcoins? Wie immer habe ich euch den Link zu der Handelsplattform, die ich benutze, unten in die Description getan. Und auch wie immer, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr den Like-Button drückt. Und wie ich in letzter Zeit gerne dazu sage, abonniert meinen Kanal, weil das hier ist eine Videoserie, die Basiswissen vermittelt über das Handeln mit Kryptowährungen. Thema heute: Wie verschicke ich Geld, wie verschicke ich meine Kryptowährungen im Internet? Es gibt zwei Möglichkeiten, Kryptowährungen aufzubewahren. Entweder bei euch zu Hause auf dem Computer in etwas, das nennt sich Wallet. Wallet, das heißt Portemonnaie, privates Wallet. Wallet. Ihr könnt also euch ein Programm installieren und da könnt ihr dann die Kryptowährungen in diesem Programm aufbewahren. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr eure Kryptowährungen direkt auf den Handelsplattformen liegen lasst. Das heißt, ihr geht zum Beispiel ihr geht zu irgendeiner Handelsplattform hin, macht euch einen Account, meldet euch da an und dann überweist ihr denen Geld. Da müsst ihr vorher ein Bild von euch einschicken, wo ihr einen Ausweis hochhaltet neben eurem Gesicht. Und dann werdet ihr verifiziert und dann könnt ihr denen Geld mit der normalen Bank Geld schicken. Dann habt ihr da Geld, das die Leute für euch aufheben auf der Handelsplattform. Und dann könnt ihr das Geld gegen Coins tauschen. Und dann bleiben auch die Coins auf der Handelsplattform liegen. Also wird das natürlich spannend, wenn du Daytradest. Im Prinzip kannst du nicht jedes Mal deine Coins wieder zurück auf deine Wallet überweisen und dann wieder hin und her zurück zu der Plattform, um dann neu zu kaufen oder andere Coins zu kaufen. Also, was machst du aber jetzt, wenn du Coins auf deinem Wallet hast und willst die auf eine Handelsplattform übertragen? Oder du hast Coins auf einer bestimmten Handelsplattform und willst die entweder auf dein Wallet übertragen oder zu einer anderen Handelsplattform. Du wechselst die Handelsplattform oder du willst einen bestimmten Coin kaufen, den du nur an einer Plattform bekommst. Es gibt immer diese Situation, wo du einfach Coins von einem Punkt zum anderen transportieren willst. Und wie man das macht, das erkläre ich jetzt ganz grundsätzlich ohne Beispiel, weil das System grundsätzlich auf allen Handelsplattformen und auch in den Wallets selbst gleich das gleiche System ist. Und das funktioniert so. Du musst die beiden englischen Worte kennen für einzahlen und abheben. Das Wort für einzahlen Deposit. Deposit, da kannst du denken an deponieren. Deposit, das heißt einzahlen. Deposit und das Wort für abheben, das heißt with. Draw, withdraw, draw heißt ziehen, draw, withdraw, das ist abziehen, also wegziehen, zurückziehen, withdraw und dann al, wenn es noch so geschrieben wird, withdrawal, das ist die Tätigkeit des Abziehens, das ist ein Withdrawal, eine Abnehmen Tätigkeit, Geld abheben. So, diese beiden Worte musst du kennen. Deposit und Withdrawal. Lass ich jetzt hier stehen? Nein, könnt zurückspulen. Jetzt. Wenn du jetzt Geld von einer Plattform zur anderen schicken willst, dann funktioniert das so. Du hast hier Punkt A, da liegt dein Geld. Und hier Punkt B. Da soll dein Geld hin. Jetzt gehst du zu Punkt B und klickst auf der Handelsplattform das Wort Withdrawal an. Ich schreibe es doch nochmal hin. Withdraw. Du klickst Withdraw oder Withdrawal an. Und dann klickst du an, welchen Coin, welche Currency du. Oh Gott, damn nochmal neu. Du gehst zu der Plattform Punkt B hin, wo deine Coins hin sollen. Und du klickst da Deposit an. Klickst auf Plattform B Deposit an. Weil du willst deponieren
einzahlen auf Plattform B und abheben auf Plattform A. Du suchst also in dieser Plattform irgendwo den Deposit-Knopf, der sich höchstwahrscheinlich findet unter... Funds, das ist, das bezeichnet die Werte, die du auf der Plattform hast, unter Funds oder Funding. Funds oder Funding, das heißt, mit den Funds sind die Werte, die du hast, Funding ist mit den Werten arbeiten, also die grundsätzliche Art mit den das grundsätzlich mit den Werten rumhantieren, ist Funding. F-U-N-D und dann I-N-G, Funding. Da kannst du ans englische Fund denken. Funds sind also die Geldwerte, Geldmittel. Funds sind Geldmittel. Bei Geldmittel guckst du also Funds und da suchst du Deposit, also einzahlen. Denn du willst auf Plattform B was einzahlen. Und dann sagst du, dann suchst du den Knopf, dann sagt er dir, dass du eine Currency auswählen sollst. Und dann wählst du irgendeine Currency, die du einzahlen willst, aus. Und zwar die, die du auch wirklich auf Plattform A abheben möchtest. Beispiel ETH. Ethereum könntest du ja hier abheben und hier einzahlen. Oder klassisches Beispiel BTC, der Bitcoin. Du könntest Bitcoins hier abheben und hier einzahlen wollen. Oder irgendwas... Der IOTA. I-O-T-A. Du wählst also auf dieser Plattform, wo es hin soll, Deposit und ein Coin. Und wenn du das getan hast, dann gibt dir eine Adresse. Und die Adresse, die sieht ungefähr so aus. Viele Zahlen, da gibt es einen speziellen Zahlencode. Ich fängt irgendwie an mit, ich habe wirklich, weiß es im Moment nicht genau, dass irgendwas X0E. 1, 4, 8, C, 1, B, L, 2, 5. Das ist jetzt nicht genau, da gibt es Standards. Die fangen immer gleich an und die fangen immer gleich an. Ich glaube, irgendwie sowas, aber das ist knapp anders. Jedenfalls gibt er dir eine Zahl, die ungefähr so aussieht. Irgendeine verrückte, lange Zahlenkombination mit Zahlen und Buchstaben. Dieser Zahlenstrang ist eine Adresse. Und dann drückst du auf Kopieren. Entweder du hast einen Knopf daneben liegen, da steht Copy, also C-O-P-Y, Copy für Kopieren. Entweder da steht ein Knopf, da steht Copy, Adresse, Address, also Address und Adresse ist fast das gleiche Wort. Copy Address, also als Knopf, oder du musst reinklicken, das Markieren in dem Textfeld und dann mit dem Handy oder mit dem PC, also Steuerung C, entweder das Ganze markieren, Steuerung C drücken oder das Ganze markieren und auf dem Handy diesen Knopf einfügen, kopieren, Text kopieren drücken. Jedenfalls tippst du nicht die Adresse ab. Du siehst zu, dass du die ganze Adresse erwischst, du kontrollierst die ersten zwei Zahlen und die letzten zwei Zahlen und dann kopierst du dir die Adresse und du merkst dir die ersten zwei Zahlen und die letzten zwei Zahlen, damit du sicher gehen kannst, dass du das wirklich ganz kopiert hast. Jetzt gehst du auf Adresse A, die Plattform oder das Wallet, wo du die Coins abheben willst. Und da klickst du an, ebenfalls Funds, da ebenfalls auf F-U-N-D-S oder Fund, I-N-G, Funding, also mit den Geldmitteln rumhantieren. Und dann klickst du auf Plattform A den Withdrawal. Du suchst die Funktion Withdrawal. Withdrawal. Abheben. Du gehst auf Plattform A und da suchst du Abheben. Und dann sagst du, welchen Coin du abheben musst. Und der muss natürlich übereinstimmen mit dem Coin, den du einzahlen willst. Sonst schickst du nämlich, wenn du irgendwas hier falsch machst, ist kein kompliziertes System, aber wenn du was falsch machst, schickst du deine Coins ins Nichts. Das heißt, aufpassen. Auch hier übernehme ich wie immer keine Verantwortung. Wenn du das nicht hinkriegst, hast du Pech gehabt. Du musst also, aber dafür ist es nicht so kompliziert. Ich habe das schon öfter gemacht. Es ist also wirklich möglich. Du gehst also auf Plattform A, wo du deine Coins runterholen willst, auf Withdrawal
und trägst ein, welchen Coin du abheben willst. Zum Beispiel ETH oder BTC. Pass aber auf, dass das der gleiche ist, den du auch hier für die Adresse. Die Adresse funktioniert nämlich nur für eine bestimmte Coin-Art. So. Du nimmst also, trägst hier ein, machst Withdrawal, welchen Coin du haben willst, und dann fragt er dich, eine Adresse einzugeben. Und in das Feld, wo du die Adresse eingeben sollst, Adresse, fragt er, ADDRESS, Englisch für Adresse, Address. Und da trägst du ein, diese Zahl, die trägst du nicht da ein, die kopierst du da rein. Also machst hier einfügen, Zahl einfügen. Auf dem Computer Steuerung V. Zahl nehmen, Steuerung C, einfügen, Steuerung V. Und auf dem Handy gibt es da so ein Ding, Text kopieren. Oder du hast direkt einen Knopf kopieren und hier manchmal auch einen Knopf einfügen. Die Adresse, die du hier bekommen hast auf Plattform B, die trägst du auf Plattform A ein. So, dann X0, E1, bla 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 bla, bis zum Ende der Zahl 2, 1 oder irgendwas Zahlen oder Buchstaben. Du kontrollierst dann bitte noch, ob die ersten zwei oder vier Buchstaben die gleichen sind und ob die letzten zwei oder vier Buchstaben die gleichen sind, damit du weißt, du hast die Adresse auch ganz kopiert, weil die Adresse muss ganz genau richtig sein, sonst schickst du deine Coin nämlich, sonst tauchen deine Coins auf der anderen Seite nämlich nicht auf. Dann, wenn du das gemacht hast, sagst du bitte schicken und dann sagt dir die Plattform A, das musst du erst bestätigen, damit nicht irgendjemand hinkommt und deine Coins abhebt. Gibst du immer eine E-Mail-Adresse an, wenn du dich auf einer Plattform anmeldest. Das ist eine E-Mail-Adresse, die du ab und zu brauchst, nämlich hierfür zum Beispiel. Und dann schickt er dir eine E-Mail und du musst dann, wie man das kennt, die E-Mail aufmachen und dann in der E-Mail klicken auf Bestätigen, den Bestätigungslink. Ja, tatsächlich, ich habe diese Adresse eingegeben. Das ist offiziell von mir gewollt, dass da Coins abgehoben werden. In dem Moment sagt er, die Adresse ist okay. Dann gehst du zurück zu deiner Plattform oder wirst direkt vom E-Mail-Programm dahin geleitet und kannst dann die Adresse auswählen und den Betrag eingeben, wie viel du schicken willst. Sagen wir 100 von irgendwas. Dann gibst du den Betrag ein mit der verifizierten, also bestätigten Adresse und dann sagt er dir, wenn du das machst, sagt er dir, okay, Achtung, die Plattform übernimmt keine Verantwortung, wenn du das versaust, haben wir nichts damit zu tun. Das ist dein Risiko. Aber das funktioniert, wenn du es nicht versaust, funktioniert das normalerweise. Also wenn die Adresse stimmt, dann ist das normalerweise möglich. Wenn du den richtigen Coin gewählt hast auf beiden Seiten und die Adresse stimmt, dann klappt, müsste das klappen. Du sagst also jetzt dann bitte 100 Dinger schicken und dann weist er dich darauf hin, dass das Geld kostet. Nämlich wenn du 100 Stück verschickst, wenn du für 100 Euro Coins verschickst, kostet das 1,50 oder sowas. Also du bezahlst noch eine Gebühr für das Verschicken. Und du bezahlst auch eine Einzahlgebühr. Aber die sind nicht so wahnsinnig hoch, die Gebühren. Normalerweise musst du dann natürlich immer gucken, was deine Marktplätze, auf denen du handelst, an Gebühren haben wollen. Für diese Dinger nicht, dass du da reinfällst, dass die da auf einmal viel nehmen. Aber normalerweise sind die nicht so hoch. Du gibst also ein, wie viel du verschicken willst, wählst die Adresse aus, die verifizierte, drückst auf den Knopf Bitte verschicken und dann werden deine Coins von der einen Plattform oder vom Wallet auf die andere Plattform geschickt. Dann dauert das eine halbe Stunde oder so und dann kannst du die auf der anderen Plattform tauchen deine Coins dann auf. So, das war das Video, wie verschicke ich Coins. Wie gesagt, ich übernehme keine Garantie dafür, wenn ihr eure Coins ins Nirvana schickt. Passt darauf auf, dass ihr das richtig macht. Aber ist eine Prozedur, die man eben ab und zu braucht, weil du musst manchmal Coins einfach hin und her schieben zwischen Plattformen oder zu Wallets oder so. Und das heißt, ich wollte mal erklären, wie man das grundsätzlich macht. Vor allem, weil da englische Begriffe im Spiel sind, die man ja vielleicht nicht versteht direkt. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage ciao.